warten auf den E-Mercedes der Zukunft. Daimler zeigt uns den Prototypen auf seinem streng gehüteten Entwicklungsgelände. Der Mercedes EQ. Tür auf, per Handzeichen. Die Testfahrt allerdings nur auf dem Beifahrersitz. Fahren dürfen ihn vorerst nur die Entwickler selbst. Der EQ rollt elektrisch im Zukunftsdesign. Der Eyecatcher soll die Kunden von morgen locken. Dann zieht der Himmel zu. Ende der Testfahrt. Der EQ, ein Schauobjekt, nicht wasserfest. In der Garage kommen Lichtdesign und Cockpit zur Geltung. Dazu Entertainment und Internet. Und je mehr Funktionen, desto mehr Arbeit steckt drin und desto mehr Jobs bleiben.